Computer, lade ich mal YouTube hoch. Hallo ihr Lieben, ich bin gerade mit Peter bei mir im Büro und Peter wollte mal generell den Unterschied wissen, warum man hier bei Lifehub Global so viel Geld verdient im Vergleich zu anderen Networks. Dazu mal eine ganz kurze Erklärung zu diversen anderen Provisionsplänen. Es gibt zum einen Unilevel-Pläne. Ja? Da kann ich so viele persönliche Kunden oder Partner einschreiben, wie ich möchte und ich bekomme einen bestimmten Prozentsatz X, sagen wir mal von mir aus 10% auf meine ersten persönlich eingeschriebenen Partner. Da kann natürlich auch wieder jeder so viele Partner einschreiben, wie er möchte. Der eine 4, der andere 2, der dritte macht vielleicht gar nichts und der hat nur einen. Auf die Umsätze dieser Partner in der zweiten Ebene bekomme ich von mir aus noch 8%. Die können auch wieder ihre Partner einschreiben und darauf bekomme ich dann von mir aus noch 5%. Und das Ganze kann dann in 3, 4, 5, 6, 7 Ebenen tief gehen mit einer bestimmten Prozentzahl X. Und ich werde an allen Umsätzen beteiligt, die unter mir entstehen, durch meine persönlich ins Geschäft gebrachten Kunden und Partner. Da mag es da vielleicht den einen oder anderen Matching-Bonus noch geben, als Obolus obendrauf. Aber prinzipiell verdiene ich nur an der Arbeit, die durch mich entstanden ist, beziehungsweise an den Umsätzen, die durch mich entstanden sind. Dann gibt es sogenannte Binärpläne. Der ein oder andere wird schon mal davon gehört haben. Hier stehe ich und habe einen Kunden oder einen Partner. Ich habe die Möglichkeit, in einem Binärplan, binär steht für zwei Straßen aufzumachen, in denen ich quasi Unterfilialen eröffne. Habe ich jetzt einen dritten Partner, freut sich der erste Partner von mir, denn er wird unter diesen ersten Partner von mir positioniert. So, dann schreibe ich meinen nächsten Partner ein, den stelle ich dann hier hin, vielleicht den nächsten stelle ich hier hin und den nächsten stelle ich hier hin. Die beiden haben noch nichts gemacht. Die freuen sich prinzipiell erstmal, dass sie schon Personen unter sich haben. Jetzt springt der ein, der sponsert einen hier hin, dann macht er seinen zweiten, hat er auch schon wieder zwei und so geht es dann immer weiter. Und ich bekomme Provision von der Firma. Aber nicht wie eben in dem Unilevel-Plan auf alle Leute unter mir, sondern lediglich auf eine Hälfte, ja, von meinem binären Plan. Entweder auf das linke Bein oder auf das rechte Bein. In der Regel auf das schwächere Bein. So, es wäre hier in dem Fall das schwächere Bein, da gibt es Firmen, die bezahlen 12% aus oder 10% auf die Umsätze in dem schwachen Bein. So, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Angenommen, Peter, du sponserst 4 Leute, bringst 4 Leute ins Geschäft. Im Vorfeld kannst du natürlich nicht wissen, wer wird gut und wer wird schlecht, richtig? Richtig. Gut. So, jetzt sagen wir mal, du hast den ins Geschäft gebracht als Nummer 1 und stellst du in das Bein von deinem Sponsor, weil der füllt es ja natürlich auch auf. Kriegt man in der Regel so erzählt, sponsor erst in das Bein, was läuft, ja, damit da Dynamik reinkommt und dann sponsorst du deinen zweiten, der steht hier. Und dann sponsorst du deinen dritten, der steht hier und dein vierter steht hier. Jetzt stellt sich aber im Nachhinein heraus, dass der erste, den du gesponsert hast, eine Top-Granate ist. Der wird innerhalb von einem Jahr, kommt er in die höchste Position der Firma, ja, verdient richtig, richtig Kohle, von mir aus hier 100.000 jeden Monat. Ja, macht Millionen Umsätze. Und der zweite, den du eingeschrieben hast, auch. Der macht riesen Umsätze, verdient auch 100.000. Und die anderen beiden, ja, dann hat sich herausgestellt, die sind nicht networkaffin, die empfehlen nicht weiter, die machen nichts. So, jetzt hast du hier riesen Umsätze in dem einen Bein und in dem anderen Bein nichts. Auf welches Bein bekommst du Provision? Auf rechte. Weil da weniger Punkte drin sind. Genau. Okay, jetzt hast du aber keine Umsätze. Was hast du verdient? Nix. Wie findest du das? Schlecht. Gut. Du hast 2 Leute, die Millionen Umsätze für die Firma machen, ins Unternehmen gebracht und verdienst nichts dran. Jetzt gibt es noch andere Pläne und so einen Plan hat die Firma Lifehub Global. Jetzt stell dir mal vor, Peter, es wäre egal, ob deine guten Leute links oder rechts stehen oder wo tief die stehen, wie die stehen. Ja? Sondern du bekommst anstatt links oder rechts auf alle Leute Provisionen, die unter dir stehen. Wie würdest du das finden? Das wäre super. Richtig, weil dann profitierst du nämlich an den Umsätzen, die die machen. So, und jetzt sagt die Firma Lifehub Global, okay, mit nur 2 Leuten, 2 persönlichen Leuten, ist egal, wo die stehen, der kann hier stehen, einer, da kann hier einer stehen, spielt keine Geige, die können beide in dem Bein stehen, die können beide in dem Bein stehen, ja, bist du berechtigt, auf 7 Ebenen unter dir Provision zu bekommen. So, im Schnitt kannst du sagen, etwa 4% auf alle Umsätze. Das Schöne ist, aber nicht nur auf die Leute, die von dir kommen, nein, auf die Leute, die von deinem Sponsor kommen oder von irgendeinem, den dein Sponsor gesponsert hat. Und wenn dein Sponsor eine Top-Granate hinstellt, verdienst du auch an allen diesen Personen bis in die 7. Ebene.
Wie hört sich das an? Super. Gut. Wenn du jetzt zwei Leute hast, bekommst du bis in die siebte Ebene. Hast nur eine einzige Person mehr, bekommst du schon bis in die zehnte Ebene Provision. Klingt auch schon mal ganz gut. Ja. So logisch, wenn wir jetzt mal gucken, in der ersten Ebene stehen zwei Leute, darunter 4, 8, 16, 32, dann mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 128 Leute stehen schon hier in der siebten Ebene unten, musst du die anderen kumulieren, ich weiß die genaue Zahl nicht, ich schätze dann so um die 250 Leute stehen da drin. So, hast du nur eine Person mehr, bekommst du drei weitere Ebenen freigeschaltet, also 256, 512. Auf einmal verdienst du schon hier in der untersten auf 1024, die anderen kumulieren wir dazu, dann bist du ungefähr bei 2000 Leuten, auf die du auf einmal Provision bekommst. So, und ein Partner von mir hat das gestern noch schön in einem anderen Video erklärt, es ist sogar so, wenn du selber nur zwei Personen gesponsert hast, nur zwei, und die beiden sponsern jeweils drei Leute oder bringen drei Kunden, hast du schon den Status, Bezahlstatus Leader. Und damit hast du auch schon diese Ebene freigeschaltet. Und mit nur zwei Personen kannst du auf diese Leute Provision bekommen. Mein Kollege und Freund, der Raymond, der hat es gestern ausgerechnet in dem Video, das sind schon über 8000 Euro im Monat, die du mit nur zwei Leuten verdienen kannst. Kannst du dir vorstellen, zwei Leute zu finden? Klar. Ja, oder im schlechtesten Fall drei. Okay. Kannst du dir vorstellen, dass die da hinbekommt, gerade bei dem Produkt? Ja. Gut. So, und bei dieser Beispielrechnung ist Raymond von lediglich 100 Punkten ausgegangen. Ein Päckchen hat ungefähr 25 Punkte. So, das heißt, vier Dosen würde jeder im Monat kaufen in dieser Matrix. Ich habe mir mal Spaß gemacht und vor ein paar Tagen einfach mal die letzten Bestellungen, ich weiß nicht, die letzten 30 Bestellungen angeschaut und ich kam auf den Schnitt von 160 Punkten pro Partner und Kunde. So, das heißt, wenn wir das jetzt mal multiplizieren, dann bist du irgendwie, ich weiß nicht, wie viel das sind, 48.000, knapp 13.000 Euro, die du mit nur zwei Partnern passiv verdienen kannst. Das heißt, wenn du ein Jahr lang brauchen willst, um die zu finden, und irgendwann in zwei oder drei Jahren entwickelt sich das, und du hast so eine Rente, kannst du das lange nicht mehr halten, oder? Absolut, ja. Jo. Jetzt hat die Firma aber noch verschiedene andere Pläne. Dieser Plan muss ich gerade noch ergänzen, habe ich jetzt vergessen. Ich habe ja gesagt, okay, mit zwei Personen bekommst du sieben Ebenen tief, mit drei Personen bekommst du zehn Ebenen, alternativ, du hast zwei Leute, die drei Leute haben, kriegst du auch zehn Ebenen. Dann kannst du selber sechs Personen ins Geschäft bringen, Kunden oder Partner, hast du elf Ebenen freigeschaltet, hast du selber zehn, hast du zwölf Ebenen freigeschaltet. Wenn du jetzt diese Matrix hast und hast 12 Ebenen freigeschaltet, stehen da insgesamt 8.196 Personen drin, wo du im Schnitt knapp 4% drauf bekommst. Wenn jeder in dieser Matrix nur 4 Dosen bestellt, und wir haben eben gesehen, in der Regel bestellen die Leute etwas mehr, hast du schon etwa 30.000 Euro nur aus diesem einen Bonus. Wenn wir das jetzt wieder hochrechnen und die Leute, wir wissen, die bestellen mehr, dann kannst du dir ausrechnen, 30, 40, 50.000 Euro. Und dazu kommen dann noch diverse andere Boni. Aber ich denke, die können wir erstmal außer Acht lassen. Wenn du das geschafft hast, bist du zufrieden, oder? Absolut. Gut. Okay. Dankeschön. Das ist der Unterschied. Gerne, Peter.